Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Hogwarts nach unserem Besuch in Rookwood Castle. Stehen wir immer noch im Gartenraum und werden jetzt mal gucken, was der Percival uns zu sagen hat. Sie sind zurück. Und sogar in einem Stück. Da ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen? Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung. Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts. Wie geht es Ihnen? Ich gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass eine Schülerin die Prüfungen absolvierte. Ich war stets überzeugt, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass Sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort Ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass, nun ja... Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Sagen Sie Bescheid, sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gerne, Professor. Also ich vermute jetzt mal, die Schulleiterin ist Irin. Weil Neve... Ja, hätte ich nie im Leben so geschrieben, nicht? Niam mit H am Ende, oder wie war das? Kann man jetzt nicht sehen. Weil irische Namen werden ja für den Rest der Welt unaussprechlich geschrieben. Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Sie lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder. Das war gute Arbeit. Tschüss. Geh weitermachen. Oh, es ist Winter. Weihnachten. Ist jetzt Weihnachten? Mitten im März. Weihnachten kann man nie genug haben. So, was machen wir jetzt überhaupt? Jemand eine Idee? ja gut. Diese komischen Koboldsteine. Das wäre immer ganz cool, wenn wir das fertig kriegen. Ich habe da nur so eine Befürchtung, wenn wir ihm jetzt die 9 geben, dass wir dann erst Alohomora 2 bekommen und dass da noch eine dritte Quest kommt, dass wir davon noch mehr suchen müssen. Rowlands Karte, das ist schon so lange her, da weiß ich gar nicht mehr, wo das ist. Schatzkarte, ja, weiß ich auch nicht. Nee, keine Duellrunde, ehrlich nicht. Es tut mir leid, aber es ist schon spät. Ich bin müde. Ich weiß es nicht. Ich weiß gerade nicht, was wir machen sollen. Aber wir kriegen bestimmt gleich eine Eule.
Wo war noch mal dieses Ding, wo wir die Münzen reinschmeißen? Nati erzählte mir von deiner Begegnung mit dem Wilderer. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten über sie. Können wir uns bald treffen? Ich fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Ja. Rätsel gelöst, was wir jetzt machen. Aufträge. Poppy. Wow, wo ist sie denn? Oh, geh mal da hin. Poppy ist niedlich. Das ist eigentlich unsere beste Freundin. Immerhin haben wir auch dank ihr Wolkenschwingen. Wieder mal auf Abenteuer. Illusionszauber Bombarda zeigen. Wenn Sie meine Aufgaben abgeschlossen haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Jo, jo, machen wir. Aber erst müssen wir zu Poppy. Moment mal, ist da nicht so ein Ding? Jo, können wir auch mal eben mitnehmen. Und weiter geht's. Poppy Sweeting, schon allein der Name. Hui. Geht es Wolkenschwinge gut? Nati hat mir erzählt, was passiert ist. Ich passe gut auf Wolkenschwinge auf. Sie ist sicher, Poppy. Versprochen. Gut. Was auch immer die Wilderer planen, Wolkenschwinge soll nicht in ihre Nähe kommen. Du sagtest, du wüsstest Neues zu den Wilderern. Und dass es mit mir zu tun hätte. Stimmt. Ich habe im Eberkopf was mitbekommen und... Sie haben den Befehl von Victor Rookwood, dich sofort gefangen zu nehmen. Hat das etwas damit zu tun, dass Rookwood und Harlow dich nach dem Trollangriff in den drei Besen belästigt haben? Irgendwie schon. Aber gerade würde ich lieber von dir hören, was die Wilderer noch vorhaben. Sicher. Aber ich hoffe, du sagst mir, wenn ich helfen kann. Vor allem nach dem, was du für Wolkenschwinge getan hast. Sagt dir der Name Hornschwanzhalle etwas? Ich fürchte nicht. Warum? Was ist das? Offenbar das bestgehütete Geheimnis der Wilderer. Der Name wurde zweimal genannt, aber sie gingen nie ins Detail. Außerdem habe ich einen von ihnen prahlen hören, wie viel Gold sie verdienen. Sicherlich auf Kosten unschuldiger Kreaturen. Sie haben auch diese Gegend erwähnt und ich dachte, wenn wir uns etwas umsehen, finden wir heraus, was sie im Schilde führen. Wenn du meine Oma triffst, dieser Ausflug hat nie stattgefunden. Keine Sorge, Poppy. Sollte ich deine Oma je treffen, werde ich nichts verraten. Normalerweise sage ich ihr alles. Sie ist meine beste Freundin nach Wolkenschwinge, aber sie weiß, was ich von Wilderern halte. Ich glaube, sie fürchtet, ich könnte etwas Törichtes tun. Wie kommt sie denn nur darauf? Ja, ehrlich. Völlig unrealistisch. Hornschwanz, sind das nicht Drachen? Ich bin jetzt nicht der Fachmann. Oh, ein Zentaur. Sei vorsichtig. Einer? Ein ganzes Schloss und Sie möchten ausgerechnet hier lang. Bitte, wir wollen kein Ärger. Wir müssen nur hier durch. Halten Sie uns für dumm, dass wir nicht merken, wie immer mehr von Ihrer Art herkommen, zusammen mit den Wilderern? Mit sowas haben wir nichts zu tun. Im Gegenteil, wir wollen Sie aufhalten. Ich hoffe für Sie, dass das stimmt. Unsere Geduld mit den Wilderern und ihren Handlangern wird bald am Ende sein. Immer mehr ihrer Art? Okay. Oh, ich musste er war durchaus charmant. Es hätte schlimmer kommen können. Zentauren mögen Zauberer nicht besonders. Und die Wilderer sind da keine Hilfe. Aber warum dachte er, wir hätten etwas mit Wilderern zu tun? Ich habe die Wilderer mit einigen Bewohnern von Hogsmeade sprechen sehen. Ich weiß nicht warum.
Vielleicht sind die Zentauren deshalb misstrauisch. Ich hätte vielleicht noch Heiltränke auffüllen sollen. Ach was. Passt schon. Es ist das dritte Mal, dass ich einen Sumpfkrattler derart erlebt habe. Ich erlebe die nur so. Es scheint, viele Tierwesen sind in letzter Zeit aggressiver als sonst. Was ist das? Ist mir auch aufgefallen. Fast so, als wäre was im Wasser. Wie seltsam. Was denn? Ich bin Lelio, aber sieh dich um. Wenn die Wilderer hier waren, erfahren wir vielleicht warum. Warum haben sie ihre Käfige nicht mitgenommen? Felle. Arme Tierwesen. Rauch. Sie können noch nicht lange fort sein. Nein. Trink nicht alles, was immer rumsteht. Du weißt doch nicht, wer da vorher dran war. Das ist Koboldmetall. Was macht das in einem Wildererlager? Ich sollte Poppy davon berichten. Ja, und lass den Krug stehen. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, sie ist alkoholabhängig. Irgendwas Interessantes? Hier waren Wilderer. Eindeutig. Aber ich habe noch etwas gefunden. Etwas Koboldgefertigtes. Ich habe Koboldrüstungen gefunden. Suchen wir weiter. Aber vorsichtig. Nur Merlin weiß, was hier vor sich geht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Na gut. Was könnte Kobolde und Wilderer zusammenbringen? Geld? Hey, da unten. Ganz klar Wilderer. Aber keine Kreaturen. Was machen die denn hier draußen? Sehen wir uns das näher an. Die werden sich nicht freuen, uns zu sehen. Was? Nähern wir uns mit Desillusionierung? Oder weniger diskret? Ja, komm. Schwer zu sagen von hier oben. Sehen wir uns genauer um. Wir können ja zumindest mal ein bisschen näher rangehen. Uns dann Streit suchen. Hey. Meine Mutter sagte immer, ein freier Kopf sorge... Wo waren noch mal meine Fallen? In Lower oder in Upper House? Ja. Oh nein, ich Depp. Oh, ich wundere mich, warum es nicht klappt. Ey, ich bin so ein Schussel. Zaubereiminister persönlich. Was geht hier vor? Ich weiß nicht. Finden wir es raus. Aber immer wenn ich das Spiel neu starte, habe ich so ein paar Problemchen. Jetzt muss ich echt die Brücke reparieren. Oha. Nicht da runterfallen, bitte. Sieht noch jemand Loot? Nein. Kannst du die Brücke reparieren? Nein, natürlich nicht. Was ist denn jetzt hier wieder da, ne? Das doch reparieren. Reparo. Das ist das zweite Mal hintereinander, dass mir das passiert. Dass ich die falsche Zauberleiste ausgewählt habe. Revelio. Gib mir all dein Gold. All dein Gold. Ist hier noch mehr? Nee.
Oh, wieder ein Zelt. Was bei Merlins Bart? Sind das Drachen? Drachenkampfring. Das ist die Hornschwanzhalle. Das erklärt den Namen. Und die Heimlichkeit. Kein Wunder, dass die Wilderer so oft in Hogsmeade waren. Sie haben dort sicher Wetten angenommen und Zuschauer angelockt, so voll wie es hier ist. Wie kann man an so etwas Spaß haben? Die Zentauren haben wirklich allen Grund, uns Zauberer zu verachten. Hier müssen noch mehr Drachen sein. Die Wilderer sind zu gierig, um nur zwei Drachen gegeneinander antreten zu lassen. Wir sollten ausnutzen, dass die meisten mit dem Kampf beschäftigt sind und uns umsehen. Aber diskret. Besonders du darfst nicht entdeckt werden. Kein Problem, diskret ist mein zweiter Vorname. Ne? Diskret genug? Und wieder mal Kobolde. Na bitte, leichtfüßig und lautlos. Hast du von deiner Familie gehört? Hat sich einer deiner Brüder mittlerweile besonnen? Treten sie uns bei? Ha, sie sagen, wir gehen zu weit, dass wir mit Gewalt nicht bekommen, was wir wollen. Ich sage, wenn auch der letzte... Einen Moment. Jo. Weil ich gehe diskret vor. Gib mir die Macht. Hast du die Kobolde gehört? Vanrock und die Wilderer arbeiten zusammen. Poppy, da ist etwas hinter dir. Was passiert da unten? Sie müssen sie gerade gefangen haben. Sie wehrt sich ziemlich heftig. Nicht gerade ein fairer Kampf, wenn sie so angekettet ist. Greifen wir ihr unter die Flügel. Wie es aussieht. Wir können es nicht hier lassen. Die haben sicher nichts Gutes damit vor. Hallo, Homura. Jo, Drachenei. Ich frag jetzt nicht, wo sie es hingesteckt hat. Ich habe das Ei. Bereit? Das Überraschungsmoment verschafft uns nur ein paar Sekunden. Halt dran. Dann nutzen wir sie.
Poppy, das war jetzt nicht gut, dass du mit mir redest, während ich loote. Das habe ich doch nicht mitbekommen, was du gesagt hast. Aber wahrscheinlich hast du gesagt, wir sollen uns unsichtbar machen. Nein, 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 nein. Bist du spät gesehen? Wer greift denn jetzt noch an? Oh, oh, oh. Nein, was, was geht? Wo denn? Ach, da oben. Ach, du spinnst. Sag mal, Poppy, hilf mir mal bitte. Mach auch mal einen weg. Was ist das? Da oben. Ist jetzt gut? Oh nein. Dich suchen wir doch. Nein, nein. Dabei. Ich suche niemand. Hallo? Oh. Aua! Ich hatte nie eine so beginnt. Alter, die sieht aber auch wieder. Echt hartnäckig. Ich sehe mich. Ja, ich will nicht. Hallo. Oh. Na, da oben. Nein. Ist jetzt tot? Irgendwie ist er noch da. Er lebt immer noch. Wir haben keine Zeit, wir müssen sie befreien, bevor noch mehr kommen. Ja, gleich. Erstmal müssen wir looten. Den Trick kennen wir schon. Hier ist kein Loot.
Nein, wieso ist hier kein Loot? Zieh nach dem Ring vorne an ihrem Geschirr. Mach ich. Hey, hey, hey. Das war keine gute Idee. Das finden wir dann wohl raus. War ein bisschen wild, der Kampf. Das war ein schwarzer Hybride. Das Ei in unserem Besitz gehört wohl dem Drachen. Sie wusste sicher nicht, dass sie es hatten. Ansonsten wäre sie nie gegangen. Was jetzt? Sie hat uns ja keine Einladung gegeben. Ich weiß es nicht. Heute kam alles anders als erwartet. Erst die Kobolde, dann der Kampfring. Und ein Drachenei ist das Letzte, mit dem ich gerechnet hatte. Und die Wilderer haben uns gesehen. Das ist nicht gut. Herumstehen hilft uns auch nicht. Bringen wir uns in Sicherheit. Dann besprechen wir alles. Stimmt. Wenn die Wilderer etwas können, dann ihre Beute aufspüren. Und im Moment sind das wir. Pass auf, ja? Wir sehen uns dann später im Schloss. Okidoki. Noch sogar noch einen Halt. Ich habe das Zauberbuch von Salazar Slytherin studiert. Ja. Triff mich in der Krypta. Ich habe etwas gefunden. Ich kann gar nicht sagen, wie wenig er mich interessiert. Es wird Zeit, dass Sie den Verwandlungszauber lernen. Nachdem sie die nötigen Aufgaben erfüllt haben, die nützlich sein werden, um ihr Handbuch zu vervollständigen, besuchen sie meinen Unterricht. Danach besprechen wir ihren bisherigen Fortschritt. Noch eine Eule? Nein. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal zurück nach Hogwarts. Ohne jetzt klugscheißen zu wollen, ne? Aber das sind keine Drachen. Das sind Weibern. Drachen haben 4 Beine. Weibern 2 und laufen auf Flügeln. Just saying. Ausgenommen sind asiatische Drachen. Obwohl, die haben, glaube ich, auch 4 Beine. Jo, dann identifizieren wir erstmal. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Warum? Wenn Sie kurz Zeit haben. Was hast du, Diki? Junge. Hallo, Diki. Du wolltest mich sprechen? In der Tat. Diki dachte, Sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, um Tierwesen zu züchten. Das klingt nach einer guten Idee. Rettung und Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand. Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet. Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Bringen Sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Diek schlägt vor, Testrale zu retten, da sie stark gefährdet sind.
Es sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen, aber wie finde ich ein paar in der Nähe? Dick hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Dann müssen sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Wenn sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen sie mit Dick. Das heißt, wir müssen noch die Zauberanweisung kaufen, weil die Testrale haben wir ja schon. So, was haben wir denn jetzt hier? Handschuhe. Doch die haben wir auf. Oh, warte mal eben. Blau, nein. Ja, mit einer Sonnenbrille. Komm, wir sind jetzt mal hier. Aber sowas von cool. Es fehlt immer noch ein richtiger schöner Mantel. Da hatten wir nichts Neues, ne? Nee. Und da auch nicht. Gut. Ja, dann würde ich sagen, können wir in der nächsten Folge das Zeug verkaufen, uns die Anweisung holen und sprechen danach mit Sebastian. Guck doch mal nach vorne, zeig uns mal deine Sonnenbrille. Will sie nicht. Da ist sie eigen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.